Unsere verletzten Spieler arbeiten weiter am Comeback. Trainer Thomas Letsch gibt uns ein kurzes Update und hat dabei auch einige erfreuliche Nachrichten. Max Sachs beispielsweise ist jetzt wieder im Mannschaftstraining, allerdings noch nicht voll. Und wenn er sich so lange verletzt, es wird seine Zeit dauern, bis er wirklich eine Alternative darstellt. Wir sind optimistisch bei Michi Madl, dass er doch schneller zurückkommt, als wir ursprünglich angenommen haben. Edomonji und auch Tutschemann wird es noch eine Weile dauern. Der Dominik Fitz, haben wir jetzt gesagt, der steht wieder zur Verfügung, aber der soll jetzt vor allem auch über die Young Violets Spielpraxis kriegen, in den Rhythmus kommen. Da bin ich froh, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir einerseits die Young Violets unterstützen können, andererseits die Young Violets uns unterstützen, um die Spieler zu integrieren. Es gibt kein Jammern. Wir haben leider extrem Pech gehabt, weil es ganz dubiose Verletzungen zum Teil sind. Es gab eine einzige Muskelverletzung. So, schlimmer kann es nicht kommen und wir werden immer genügend Spieler haben. Und das ist das Gute an dem Kader und an der Qualität des Kaders, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken. Borkovic könnte ich noch ansprechen. Ja, Alex Borkovic ist ähnlich, wie es beim Dominik Fitz gesagt habe, vielleicht nur ein bisschen extremer. Der Borko hat jetzt so lange mit sich zu kämpfen gehabt und da geht es darum, Vertrauen in seinen Körper zu gewinnen und sich wieder ranzutasten. Und da sind die Young Violets eigentlich die ideale Möglichkeit.